Damen und Herren. Er ist gekommen, um mit uns zu spielen. Hier ist Helmut Zellitz. Oh. Ein Traum. Und zwar spielt er mit euch, Barbara, Lars und Olli. Kommt doch bitte in die Mitte. Folgende Szenerie, ihr Lieben. Barbara, du hast ihm die Schuhladen geklaut, nicht weil du es nötig hast, sondern du leidest natürlich an Kleptomanie. Hausdetektiv Lars erwischt dich und ruft die Polizei. Der Polizist, der kommt, ist Oliver. Das alles wäre natürlich sehr, sehr einfach, aber Helmut gibt euch dazu eine Begleitmusik. Er gibt euch mit dieser Begleitmusik die Stimmung vor, in der ihr das Ganze spielen sollt. Also fast wie im Stummfilm, nur dass ihr natürlich nicht stumm seid. Also nicht singen, aber die Emotionen, die Gefühle, ja. Gleicht ihr euch bitte an dieser Stimmung an, die Helmut vorgibt. Ich hab geklaut, er ist der... Du hast geklaut in die Schuhladen, leitest du Dr. Kleptomanie, er erwischt dich, Detektiv, und dann kommt der Polizist, den er ruft. Er ist der Detektiv. Ja. Okay. Ihr habt den Plot? Plot ist würde mal sagen, Helmut, palim, palim. Ich stehe hier erstmal. Ach ja. Oh, ist das schön. Ha! Jetzt habe ich Sie erwischt. Wobei? Ich beobachte Sie schon die ganze Zeit. Was erlauben Sie sich überhaupt, mir so etwas zu unterstellen? Was erlauben Sie sich denn, hier Wer einfach zu Sie klauen? Wer sind Sie überhaupt? Kann ja jeder kommen. Ich bin der Kaufhausdetektiv. Weisen Sie sich mal aus. Na, das mache ich gleich. Hier! Das ist mein Ausweis! Geben Sie die Schlüpfer her! Ich kann mich nicht konzentrieren! Kommen Sie! Kommen Sie doch! Kommen Sie doch! Den ja? Ausweis, haben Sie ihn nicht dabei? Ich habe Ihnen den gerade gezeigt. Ich brauche ihn nur einmal zeigen. Okay. Ja, es ist so. Wollen wir gleich mal gucken, wo das ist? Soll ich es rausholen oder holen Sie es freiwillig? Sie fingern mich mit Ihren schmierigen kleinen Grabschern nicht an. Ich hole es selbstverständlich selber raus. Ich habe schon ganz andere Dinger rausgeholt. Ja. Das machen wir gleich. Hallo, ich hätte gern die Polizei. Moin. In die Schlüpper-Etage. Da ist sie. Hannelore? Hast du schon wieder gestohlen? Heinz Rüdiger! Darüber haben wir doch gesprochen. Ich verdiene doch so gut bei der Polizei. Das kann doch nicht sein. Bitte. Was hast du denn jetzt? Jetzt nichts. Hören Sie, der sieht ja ekelhaft aus. Ach, da ist doch noch was drin. Du liebst doch Schwarz-Weiß. Aber wir können das doch kaufen. Wir haben doch das Geld, Schatz. Wirklich, wie stehe ich jetzt da vor den Kollegen auf der Wache? Sie kennen die Dame? Das ist meine Frau. Ach, das ist ja immer schöner. Willst du meine Frau verhaften? Es kann nur eine Frau geben. Und nur einen Mann. In dieser Stadt ist vor allem nur Platz für einen Sheriff. Na, dann zeig mal, was du hast, Kumpel. Nein! Wie konnte denn sowas passieren? Wie kannst du dich so vergessen? Wie unsouverän bist du denn? Hab ich jetzt mal ein bisschen überreagiert? Tut mein mir auch Gott, leid. Hin. Der Mann hat mich provoziert. Ach, wisst ihr was? Lasst uns doch wieder vertragen, Jungs und Mädels. Wir können es uns ja auch ein bisschen bequem machen hier in der Abteilung. Hannelore, stell dir vor, ich hatte einen Schlüpfer auf dem Hut. Na, Baby? Wie wär's? Wie wär was, du Spinner, wenn ich mir das überziehe? Das wäre grauenvoll, aber mach ruhig. Gut. Ich denke, du bist der Detektiv, oder? Ja, ich bin eigentlich der Elektriker und muss mal nach der Dose gucken. Das ist toll. Ja, ich weiß gar nicht, was in uns gefahren ist. Tut mir leid. Aber du musst mit der Klauerei wirklich aufhören, Schatz. Ja. Auch die Nachbarn reden schon drüber. Wisst ihr was? Was denn? Schwamm drüber. Absolut. Lass uns vertragen. Ist doch völlig egal. Ganz genau. Ja, alles gut auf der Und zurück wir mal. Nein, oh, hey. Das macht Spaß. Riegel!
Pause und dann quälen wir die hier weiter.